Hallo und willkommen hier bei kreuzfahrturlauber.de. Gemeinsam mit kreuzfahrten.de bringen wir dich auf den richtigen Kurs. Ich bin gerade mit der Vista Sky von 1H Vista Reisen auf Jungfernfahrt von Köln bis nach Passau und möchte die Gelegenheit nutzen, euch die Highlights des Schiffes im Rundgang zu zeigen. Viel Spaß! Die Vista Sky von 1H Vista Reisen wurde im Sommer 2020 in Dienst gestellt, ist 110 Meter lang und bietet Platz für 181 Passagiere. Beginnen wir den Rundgang auf dem Sonnendeck des Schiffes. Dies ist großzügig gestaltet mit Sitzgelegenheiten im vorderen Bereich und Sonnenliegen mit Sonnenschutz im hinteren Bereich. Da das Schiff über die gesamte Länge drei Decks hat, ist das Sonnendeck bei besonders niedrigen Brückendurchfahrten leider gesperrt. Die Panorama-Lounge ist in frischen Farben gestaltet und dank der bodentiefen Fenster auch sehr schön hell. An der Bar kann man das All-Inclusive genießen, das allerdings Cocktails und viele weitere Getränke leider nicht beinhaltet. Am Abend gibt es hier dann noch Musik vom Bordmusiker und an der Wasser- und Kaffeestation können sich die Gäste 24 Stunden am Tag selbst bedienen. Im Hauptrestaurant werden zurzeit aufgrund der Corona-Hygienemaßnahmen die Mahlzeiten in zwei Tischzeiten serviert, sonst gäbe es das Frühstück aber in Buffetform und auch das mit flexiblen Tischzeiten. Am Heck des Schiffes befindet sich der Vista Grill, der nicht im Reisepreis enthalten ist. Der Aufpreis für ein 4-Gänge-Menü beträgt aber nur zwischen etwa 8 und 12 Euro, also durchaus sehr moderat und auch empfehlenswert. Das waren die Highlights im Rundgang hier von der Vista Sky von 1H Vista Reisen. Ich hoffe, euch hat das Schiff gefallen. Schaut gerne mal unter reisen.kreuzfahrturlauber.de vorbei, denn dort könnt ihr eure nächste Traumreise buchen und mich damit unterstützen. Vielen Dank dafür. Ansonsten abonniert gerne den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein von der Vista Sky. Es gibt 3 Vlogs von dieser Jungfernfahrt. Und dann bis zum nächsten Video, euer Kreuzfahrturlauber Fabian.